Hallo Leute, ja, wir sind hier in unserem Lager. Ich bin zurück und ja, ich habe mir erstmal so ein bisschen Gedanken gemacht. Wir brauchen ja Kupfererz, da müssen wir nochmal los für. Allerdings wollte ich mal gerade in die Schmiede gucken, weil das Kupfererz könnten wir natürlich besser abbauen, indem wir eine Bronze-Pickaxe haben, ne? Gibt's die gar nicht? Doch, Bronze-Spitzhacke. Die sollten wir mal als erstes bauen, damit wir das besser abbauen können, ne? Ihr guckt erstmal das Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm und dann machen wir weiter. So, die Bronzespitzhacke, die baut uns dann definitiv das Erz besser ab. Und das sollte unser Ziel sein, damit wir die austauschen können, ne? So, die Bronzespitzhacke kommt dann dahin. Diese hier müssen wir mal gucken. Also, wir können nur noch mal reinschauen. Aber da können wir jetzt zurzeit nichts machen, ne? Weil wir nichts mehr haben. Gut, das bedeutet, ich hatte schon überlegt, wir sind ja auch hier mit den Kapazitäten in den Truhen ziemlich knapp, dass wir da auch mal schauen, dass wir ja, noch eine Truhe bauen, definitiv, weil das funktioniert hier jetzt gerade so nicht. Gucken wir gerade mal ins Häuschen, ob wir da noch Holz haben, weil ich glaube, wir brauchen dafür ja nur Holz, oder? Hier ist auch kein Holz. Hier ist auch kein Holz. Und da ist auch kein Holz. Warte, war jetzt hier irgendwo ein Stack frei? Nee, da nicht. Da auch nicht. Da war einer frei, das heißt, diese Axt kommt da erstmal rein. Die Spitzhacke brauchen wir zum Beispiel auch nicht mitnehmen. Deswegen gehen wir gerade mal einmal Holz farmen. Hier oben so ein bisschen Buche holen. Und dann schauen wir mal weiter. Dass wir zwei Kisten wenigstens noch bauen können, ne? Weil wir müssen ja doch mal Sachen wegkriegen. Inventarplätze sind ja mittlerweile ganz knapp. Oh, da hat es mich erwischt gerade. Und wie ich gerade auch schon sehe, funktioniert das mit dem Essen natürlich auch wieder gerade grandios, ne? Ach, das ist noch ein ganzer Stamm, ne? Ja. Aber nicht schlimm, den kriegen wir ja auch noch kaputt hier. Dann den noch. Und was glitzert hier so? Ach so, das sind irgendwelche Setzlinge bzw. Samen vom Baum. Hinzugefügt Harz, ja. Gut, haben wir da noch was? Eins ist da noch. Gut, dann sollten wir erstmal genug Holz haben. Gehen wir wieder zurück. Und schauen, dass wir zwei Truhen hinkriegen. Und was mir dann auch noch einfällt, diese Wand, die habe ich schon die ganze Zeit hier stehen. Die muss auch nicht sein, ne? Ja, stopp. Die wollte ich schon immer mal abreißen, ne? Weil wir jedes Mal da drum rumlaufen, ne? Ja, ich liebe es, wenn dieses Spiel schafft, mir den Mausfokus zu klauen. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum das so ist. Aber jetzt fehlt hier uns aber ein Dingens. Doch schon ein Pfahl dafür, ne? So, na toll. Gut, dann müssen wir wieder aufbauen. Strommatte. So passt's. Und dann brauchen wir diesen Pfosten noch. Ja, jetzt hat mein Fenster ist wieder aus dem Fenster wieder raus. Ah, oh, ich liebe es. Nochmal das Ganze, ne? So, das haben wir jetzt geschafft. Jetzt nochmal den Pfosten. Könnte es was zu essen vertragen? So, in diesem Moment verlässt mein Zeiger das Fenster und dann passiert nämlich das, wenn ich hier rechts links mache, ey. Das ist so nervig. Wieso geht das jetzt nicht zu bauen? Da ist es.
Ja, es wird immer besser hier, ne? So. Jetzt noch mal den Pfosten probieren. In diesem Moment verlässt meine Dingens den Fokus von dem Fenster. Aber wenn ich jetzt habe ich es geschafft, den zu bauen ohne dieses Problem, ey. So, jetzt haben wir es geschafft. Schnell weg da. So, da sind zwei Kisten. Die Birnen, die summen mir jetzt auch noch gerade die Ohren voll. Da ist noch Honig drin, den nehmen wir natürlich raus. Ist hier noch Holz? Nein. Habe ich den Honig denn eingesammelt? Ich will es hoffen, ne? Oder? Nee, habe ich nicht gerade gemerkt. So, jetzt gehen wir hier mal rüber. Und die Kisten wollte ich hier hinstellen. Nee, das heißt, wir müssen dahin, dahin. Und dann auf Möbel. Und dann auf Kisten. Das steht eigentlich schon ganz nett da. Vielleicht mal auch drei gleich, oder? Ja, mach mal drei. So, dann können wir hier aufmachen und können noch was loswerden. Warte mal, das Holz. Ich wollte noch ein paar Fackeln bauen. Ist das das gleiche Holz? Ja. Das kann weg, obwohl die drinne waren, lasse ich sie jetzt auch hier. Die Spitzhacke brauchen wir auch nicht. Die kann auch hier bleiben. Der Rest. Metzgermesser. Ja, da kann man Tiere mit zähmen. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich das jetzt schon machen will. Ich brauche erst noch ein Gatter dafür. Ja, lass das mal so. Und ja, ich weiß nicht, der Harz wird wahrscheinlich nicht reichen. Haben wir hier noch mehr Harz? Ja, sechse noch. Weil mir fehlen noch ein paar Fackeln, die müssen wir noch bauen. Wir wollten hier in der Ecke auf jeden Fall eine haben. Da. Und da ist ja eine Fackel, aber hier hinten war, glaube ich, nichts mit Fackeln, ne, oder? Doch, da steht auch eine. Ah, dann stellen wir da mal noch eine hin, ne? So sollte es schon passen. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wand ist weg. Unser Dach ist hier gebaut. Ist alles unter Dach und Fach. Jetzt fehlt uns nur im Prinzip das Eisenerz. Kupfererz. Aber da können wir jetzt erst aber noch was hier lassen. Das Holz hier rein und das hier rein. Wir haben wahrscheinlich nichts gegessen. Das heißt, den nehmen wir und den nehmen wir. Dann sind wir erstmal ajour und gehen zu unserem Tor hier raus. Und dann geht's ab in den Wald. Die Axt, die Spitzhacke haben wir auf 5. Okay, die sieht auch schon gleich ein bisschen schicker aus, ne? Unser Bronzewerkzeug. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir zu unserem Vorkommen kommen. Mal weiß was. Ich nehme mal erstmal die in der Hand. Die wird nämlich mit 2 vielleicht besser sein, weil wir gleich ja wieder hier solche Grauzwerge oder sowas vor der Flinte haben. Beziehungsweise vor der Schneide in diesem Fall. Ich höre sie ja schon, ne? Wo ist er? Da. Da ist noch ein Wildschwein. Wir müssen auch in die Richtung, wo das Wildschwein ist. Und hier sind sie doch auch irgendwo noch, ne, oder? Wo ist unser Vorkommen? Hier rechts irgendwo. Vorkommen muss da sein, aber ich sehe noch keinen von diesen Grauzwergen. Ah, da ist er.
Ist der andere da? Ist noch einer in der Nähe? Ich glaube nicht, oder? So, dann können wir abbauen mit unserer neuartigen Axt. Und das geht auch viel schneller, ne? Glaube ich zumindest. Zurzeit sagt er nur Stein, ne, da war auch Erz bei. Noch mehr von denen, ey. Oh. Kommt hier auch noch Nebel auf oder was? Super. Ist noch einer irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Dann werden wir mal hier mit der Spitzhacke warten und das Korkommen weiter ausbauen. So. Das ist auch noch Kupfer. Dann da auch noch gerade mit weiter, ne? Ja, ich glaube, dann ist es auch schon weg, oder? Hier ist noch ein Stück. Das ist einmal was. Könnte das letzte vielleicht sein, ne? So, und das hier, ist das was? Ne, ne? Nö. Das heißt, das war's. So, das, was wir noch brauchten, war ja auch eine Pinie, ne? Weil das haben wir immer nicht, ne? Das ist Tanja, aber eine Pinie habe ich jetzt hier auch nicht gesehen, oder? Weil das ist ja dieses Kernholz, was wir wahrscheinlich auch irgendwie mal brauchen, ne? Die sehen alle aus wie Tannen, ne? Wo ist denn jetzt hier eine Pinie? Das sind alles Tannen. Ist das da eine Pinie? Das könnte eine Pinie sein. Kiefer? Oder waren es Kiefer und keine Pinien? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Tannen sind das normale Holz, oder? Wir werden es gleich wissen, wenn wir das hier erledigt haben. Hinzugefügt Holz. Ah, da hinten ist der große. Na komm, dann verfessen wir uns. Das bringt uns jetzt hier nicht weiter. Der Große ist unser Tod, sagen wir es mal so, ne? Wenn nur der Kleine kommt, geht's. Wenn der Große kommt, dann mal ein Problem. Und der Große ist da vorne auch. Ah, komm, dann weg. Schnell fliehen, das hat keinen Sinn. Den besiegen wir noch nicht. Da sind wir noch zu schwach für. Irgendwann kriegen wir den Troll auch, aber jetzt noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt zwar das Kiefernholz geholt, aber das hat uns, glaube ich, auch nichts gebracht, ne? Waren doch Pinienholz, was wir glaube brauchen. Wie hieß das? Hartholz? Nee. Kernholz, so hieß es. Noch ein schickes Wildschwein da vorne. Können wir gerade noch mitnehmen. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ja, dann gehen wir wieder nach Hause, ne? Der Troll ist, glaube ich, nicht mehr da. Dem sind wir entkommen.
Ja, wir hätten auch die hintere Tür nehmen können, ne? Fällt mir gerade so ein. Gut. So, dann sind wir wieder hier. Und ne, das müssen wir da reinschmeißen als erstes. Oh, das waren 10, da habe ich nicht mehr rein. Das ist schon mal gut. Aber was uns dann als nächstes fehlt, ist jetzt Zinn, ne? Da müssen wir dann auch noch für sorgen. Okay. Nimm das mal raus. Ah, von dem Kernholz haben wir noch 8 Stück. Ne, das können wir. Ja doch, lass das mal hier, das Holz. Jetzt haben wir hier wieder ein Fleisch. Der findet sich hier aber nicht drinne. Ja, das Fleisch können wir jetzt mal hier reintun. Löwenzahn können wir bestimmt als Würze irgendwann mal nehmen. Das Leder kommt da auch rein. Ja. Ach, hier ist doch noch mal Kernholz. Dann haben wir doch gerade Kernholz. Vielleicht war das Kiefernholz doch Kernholz. Perfekt fürs Bauen von Holzhütten. Okay, und hier haben wir noch so einen Stein, der kann auch hier bleiben dann. So, das wäre jetzt erstmal alles. So, und hier, da können wir nichts bauen, fällt mir gerade so ein, weil wir ja, wenn, noch das Dingens dabei haben müssen. Ne, das war schon richtig hier, das Zinn. Aber vielleicht brauchen wir das doch und wir gucken mal, was man bauen kann. So, erstmal hier heile machen und Bronze können wir gießen. Jetzt fehlt uns aber Kupfer. Bei Schiffen und Möbeln wird das verwendet. Vielleicht sollte man das einmal herstellen. Ja, da kommen nämlich neue Rezepte. Bronzene, Holzklappe, Karren. Oh, ein Karren. Karren ist natürlich richtig cool, ne? Das heißt, da kam ja nochmal was raus. Lass uns mal gerade den Hammer aufholen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Karren hierbei ist, oder? Holzstapel, was ist denn hier? Holzstoß? Kernholzstoß, okay. Steinhaufen, Kohlehaufen, Skigard. Ja, das brauchen wir hier für Tiere, ne? Das haben wir schon. Scharfe Pfähle. Okay, das könnte man noch außen rum machen zur Verteidigung. Und das ist unser Karren hier. Da fehlt uns Holz und Bronzenägel. Ne, die haben wir. Eigentlich fehlt uns nur das Holz für den Karren. Ups. Das heißt, machen wir gerade noch mal hier. Gehen wir gucken, ob wir Holz haben. Ne, da natürlich nicht, sondern da, wenn. Haben wir so viel Holz? Ne, ich glaube, das ist zu wenig, ne? Das ist zu wenig. Ich glaube, da brauchte man 20 Holz, ne? Ja, das heißt, wir müssten noch einmal Holz farmen gehen, um den Karren zu kriegen. Müssten wir vielleicht einmal gerade eine Buche hier ernten. Oh, die fällt schon schnell. Nicht, dass die mich erwischt hier. Ist hier noch irgendwo der Stamm? Ja. Wenn, dann machen wir es richtig gerade aufräumen, alles mitnehmen, ne? Da ist auch noch mal einer. Gut, das Zeug haben wir auch. So, dann können wir wieder in unser Häuschen gehen. Und ich würde auch sagen, reicht dann für die Runde erstmal. Wir haben einiges verändert. Ja, ich fange an zu frieren, ist klar. Und dann schauen wir mal nochmal gerade schnell. Hier haben wir ordentlich was an Material. Aber können wir gar nicht alles tragen, okay. Kernholz.
Ne, den kriegen wir schon nicht mehr. Das können wir dann hier nochmal wegtun. Die Teile. 5 Harz kann auch mal gerade weg. Das Holz brauchen wir. Das Kernholz kann hier rein. Und dann. Ne, das war's. Jetzt fehlen uns die Bronzenägel. Ach, die habe ich gerade eben rausgetan. Ich hält. Hold to stack. Da sind sie. So, und jetzt nochmal die 4 und wir bauen einen Wagen. Benutzen. Nicht in der richtigen Position. Okay. Also, dann darf man nicht zu nah dran und dann nimmt man den mit. Okay, und dann haben wir einen Wagen. Gut. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch einen Karren, da können wir was ordentlich transportieren. Wir haben dafür nichts. Ist da noch Kohle drin? Ah, hier hapert es an Kohle gerade. Haben wir da noch was liegen? Nicht wirklich. Schmeiß da mal Feuerholz rein. So, das haben wir schon mal. Der Kohlemeiler läuft wieder. Und hier mal Kohle. Das ist voll. Hier nochmal an die Kiste, aber wir haben keine Kohle mehr da. Das decken wir mal da. Das braucht auch nicht in dieser Kiste sein. Das kann hier mal raus. Das lassen wir mal alles schön drinne. Das kann eigentlich auch woanders hin. Ja, komm, das machen wir jetzt hier nicht rein. So, hier kann nochmal Leder rein. Die tollen Kerne hier, das Holz, die Knochen. Schmeißt das da auch mal rein. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Kohle ist genug da, aber jetzt haben wir kein Erz mehr, denke ich, ne, oder? Ja. Sehr schön. Gucken wir hier nochmal rein. Metzgermesser und Kupfermesser können wir hier bauen und wir können definitiv Bronze herstellen. Keine Ahnung, wie viel. Ich glaube, noch einmal, dann haben wir es. Die Nägel hätten wir jetzt noch machen können und dann ist aber schon alles erledigt. Aufwerten geht noch nicht. Gut, sind wir ja soweit. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.